Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr euren FreeSync-Monitor mit G-Sync anbinden könnt an eure Nvidia-Grafikkarte. Ihr müsst zunächst FreeSync aktivieren, das geht ist unterschiedlich bei den Monitoren. Wir drücken hier unten auf die Taste, dann sehen wir das. Dann gehen wir ins Menü, dann gehen wir auf System und wir sehen schon FreeSync aus. Dann gehen wir einmal rüber, nochmal rüber, schalten es ein. Dann gibt es einen kurzen Dum-Dum-Ton unter Windows, er erkennt den Monitor neu. Man sieht, eingeschaltet, dann geht mir einmal raus, XX. Und jetzt wechseln wir einmal zur Desktop-Ansicht. Nun folgt die Einstellung, die ihr unter Windows machen müsst. Nachdem ihr das aktiviert habt, das FreeSync, geht ihr einmal Rechtsklick auf den Desktop, geht auf Nvidia Systemsteuerung. Und dann seht ihr hier G-Sync einrichten. Dieser Punkt wird erst dann angezeigt, wenn ihr die FreeSync-Funktion bei eurem Monitor aktiviert habt. Einmal drauf gehen und dann hat er sich automatisch die Sachen schon eingestellt. Und zwar G-Sync, G-Sync-Kompatibilität aktivieren, hat er automatisch erkannt, dass ein FreeSync-Monitor angeschaltet wurde. Und dann könnt ihr noch einstellen, wann ihr immer G-Sync nutzen möchtet, beziehungsweise FreeSync. In meinem Fall lasse ich Vollbild, weil so in den normalen Anwendungen oder Programmen brauche ich es nicht wirklich. Und sonst könnt ihr halt ganz normal hier unten auch noch den Haken setzen für Fenster- und Vollbildmodus dieses nutzen. Genau. Haken rein. Einstellen für das ausgewählte Anzeigemodell aktivieren. In dem Fall ihr. Und dann gehen wir einfach auf Übernehmen. Und jetzt ist es einmal aktiviert. So, das war's schon gewesen. Bei Fragen in den Kommentaren für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.